Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Jana Swelusch. Hallo Jana, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, schön, dass ich da sein darf. Ich schreibe unter dem Pseudonym Jana Swelusch jetzt seit letztem Jahr und habe da auch schon 2 Gedichtbände veröffentlicht und einen Roman sowie an der Antwort teilgenommen. Also als Herausgeberin mit 2 weiteren Autorinnen haben wir eine Märchenantur gemacht. Das war auch mal ein interessanter Blick hinter die Kulissen, weil man immer denkt, dass Anthologien doch so schnell gemacht sind. Sind sie nicht. Also ich habe schon einiges letztes Jahr erleben dürfen und das finde ich sehr spannend. Ja. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Also heute habe ich meinen Roman mitgebracht, Heartbleeding Rose, wenn Liebe keine Grenzen kennt. Das ist ein Genre-Mix aus Dark Romance, Thriller und Urban Fantasy. Die Hauptprota ist Anya Lee und in dem Buch geht es so ein bisschen um diese emotionale Abhängigkeit, die sich in toxischen Beziehungen entwickelt. Und sie gerät da dann halt in den Dunstkreis von Luan und wird da halt immer so tiefer reingezogen und die Lesenden erleben das halt hautnah. Mensch, sehr interessant. Magst du gleich mal anfangen? Ich bin jetzt wirklich sehr neugierig. Ja, dann können wir gerne anfangen. Ich würde auch bei Kapitel 1 starten. Prolog steigert so ein bisschen die Spannung, den hätte ich jetzt nur weggelassen, den kann man auch auf meiner Homepage nachlesen, wenn wen es interessiert. Und Kapitel 1 startet aber direkt mit unserer Hauptprota. Kapitel 1, Nightfly. Unschlüssig trat ich von einem Fuß auf den anderen und betrachtete dabei den Schriftzug über der Tür. Nightfly. Das blau leuchtende Neonschild mit dem weiß strahlenden, verblüffend echt wirkenden Mond dahinter sah erstaunlich geschmackvoll und wenig aufdringlich aus. Mit einem Mal verschwammen die Leuchtröhren vor meinen Augen und katapultierten mich an den Ort zurück, an dem alles begonnen hatte. Die Tür zu meinem Büro ging auf und ich bereute sofort, diesen Auftrag angenommen zu haben. Sämtliche Alarmglocken in meinem Kopf waren bereits während des Telefonats angesprungen, doch die Hilflosigkeit in der Stimme am anderen Ende der Leitung hatte mich, ohne groß zu überlegen, Ja sagen lassen. Die Frau, die eintrat, war Mitte 40 bis Anfang 50, zumindest schätzte ich das. Das Alter einer Person nur anhand des Äußeren zu bestimmen, fiel mir unsagbar schwer. Manche sahen aus wie das blühende Leben und andere um Jahre gealtert, so wie sie. Ihr Körper wirkte eingefallen, als hätte sie in wenigen Tagen viel Gewicht verloren. Ihre Augen lagen in dunklen Höhlen und erzählten von einem Schicksal, das in mir das Bedürfnis weckte, sie tröstend in den Arm nehmen zu wollen. Ihre gesamte Erscheinung strahlte eine Hoffnungslosigkeit aus, wie ich es selten erlebt hatte. Vermutlich war ich nun das letzte gezogene Streichholz, im Wunsch, irgendwo einen Lichtfunken zu finden. Noch bevor sie sich mir gegenübersetzte, verließen kraftlose Worte ihren Mund, die den Ausgang dieses Falls bereits vorwegnahmen. Ich vermisse meine Tochter. Niemand glaubt mir, dass sie nicht ausgerissen ist. Die sozialen Medien sind eine Lüge. Ich weiß es. Ich fühle es. Sie ist weg. Mit einem Seufzen, das tief aus ihrem gequälten Herzen drang, sank sie in den Stuhl vor meinem Schreibtisch. Eine Weile sah ich sie sanftmütig an, zumindest hoffte ich, dass es so wirkte, und bat sie, von vorn zu beginnen. Meine Tochter Elina ist verschwunden, aber da ihr Instagram-Account weiterhin aktiv ist, glaubt mir niemand, dass etwas nicht stimmt. Für alle ist sie nur das nächste Teenie-Mädchen, das gegen ihre Mutter rebelliert. Eine Träne kullerte ihre Wange hinab und sie schloss die Augen. Als sie wieder öffnete, raubte mir der Schmerz darin für einen Moment den Atem. Aber das stimmt nicht, wissen Sie? Ihr Blick wurde flehender. Wir sind nicht so. Wir sind und waren schon immer mehr Freundinnen als Mutter und Tochter. Ich weiß ausnahmslos alles von ihr. Sie schaute mich an und begann sofort, sich zu rechtfertigen. Ja, ich weiß, das halten alle für unmöglich, doch bei uns ist es so. Wir vertrauen uns. Wir haben doch nur noch einander. Sie würde mich nie einfach allein lassen. Das Ende ihres Satzes ging in ein herzzerreißendes Schluchzen über, das ich kaum ertrug. Und Sie wollen jetzt, dass ich nach ihr suche? Zögernd sprach ich die Frage aus, die zwischen den Zeilen längst an mich gerichtet worden war. Sie wischte sich die Tränen weg und starrte ins Leere.
Für einen Moment verharrte sie völlig reglos, bis sie den Blick auf ihre Hände richtete. Ich weiß nicht, ob ich sie bezahlen kann. Ich wurde aus den Preisen auf ihrer Webseite nicht schlau. Und sofort meldete sich diese Stimme in mir, die danach schrie, dieser gequälten Seele zu helfen. Und die von den roten Zahlen auf meinem Bankkonto sogleich mit einem tadelnden Blick bedacht wurde. Ich bin die mieseste Geschäftsfrau der Welt. Und genau deshalb schrubst du nachts auch Klos, um deinen Lebensunterhalt in irgendeiner Form bestreiten zu können. Die Vernunft in mir verlangte, dass ich sie wegschickte, weil sie nicht das nötige Geld hat, um mich zu bezahlen. Doch mein Mitgefühl verbat es mir. Allein bei dem Gedanken daran, sie abzuweisen, verkrampfte sich mein Herz. Das konnte ich ihr nicht antun. Wollen Sie mir vielleicht erst einmal erzählen, was Sie alles wissen, und dann reden wir über den Preis? Ich weiß noch, dass sie in diesem neuen Club war. Nightlife? Irgend so etwas. Ich kann mir diese Dinge nur schwer merken. Und bisher konnte ich mich auch immer darauf verlassen, dass sie nach Hause kam. Selbst wenn es erst am nächsten Morgen war. Dann brachte sie oft frische Brötchen mit. Sie hielt in der Erzählung inne und wischte sich die Feuchtigkeit aus den Augenwinkeln. Soll ich Ihnen Ihren Instagram-Account zeigen? Vielleicht finden Sie darauf etwas. Zitternd hielt sie mir ihr Smartphone entgegen, auf dem eine Seite geöffnet war. Ich notierte mir den Benutzernamen, Lightful Elina, gab es ihr zurück. Was halten Sie davon? Ich investiere eine Woche und Sie bezahlen mir dann, was Sie können. Allerdings kann ich Ihnen nichts versprechen. Das ist nicht gerade viel Zeit. Ihr Blick wurde klarer. Sie erhob sich und legte eine Hand erstaunlich fest auf meine Schulter. Sie sind eine gute Seele. Ich will meine Kleinen einfach nur wiederhaben. Sie sollen nirgends alleine liegen. Ein Hupen riss mich aus meiner Erinnerung. Der Schauder, der mich bereits Anfang der Woche bei ihren Worten durchzuckt hatte, lief auch jetzt über meinen Körper. Ein letztes Mal fixierte ich den Schriftzug über dem Eingang und betrat mit einem unguten Gefühl im Bauch das Nightfly, den Club, in dem Elina Fate das letzte Mal gesehen worden war. Kaum hatte ich den Garderobenbereich verlassen, wurde ich von einer Nebelwand empfangen, die mir nicht nur die Sicht nahm, sondern gleichzeitig ein mystisches Ambiente erzeugte. Als wäre ich mitten in Miami in eine völlig neue Welt eingetaucht. Einen Moment lang blieb ich stehen und sog diesen Anblick auf. Die Nebelschwaden umhüllten die in dunklen Anthrazittönen haltende Einrichtung, die sich durch kalte, weiße und blaue LEDs vom Hintergrund abhob. Sowohl auf dem Fußboden als auch an den Wänden sorgten weitere Lichtpunkte dafür, dass man nicht komplett die Orientierung verlor. In der Mitte des Raums, vermutlich direkt über der Tanzfläche, hing eine Diskokugel, die das Scheinwerferlicht in Millionen kleiner Splitter brach und auf die Menge herabrieseln ließ. Die Luft roch nach Vanille, Schweiß und Alkohol. Unter meinen Füßen vibrierte der Beat und lockte mich zu tanzen. Wann war ich das letzte Mal feiern gewesen? Ein harter Stoß in den Rücken holte mich aus dieser Versunkenheit. Hey, kannst du nicht aufpassen? Geh gefälligst weiter. Die pampige Antwort, die mir auf der Zunge lag, schluckte ich hinunter und steuerte die Bar an. Den einzigen Teil des Raumes, der nicht völlig im Nebel versank. Irgendwo hatte ich gelesen, dass der Flüssigkeit, die diese Nebelmaschinen verdampften, oftmals Drogen zugesetzt wurden, um die Stimmung zu heben und Ekstase auszulösen. Eine Weile sah ich mich um und überlegte, ob ich auch hier irgendwelche Anzeichen dafür erkennen konnte. Gibt es eine verräterische Nuance? Und sind diese Zusätze überhaupt riechbar? Die Nervosität trieb meine Gedanken an und flutete meinen Kopf mit Fragen. Um mich abzulenken, bestellte ich an der Beine Coke und lächelte der Servicekraft verhalten zu. Kurz überlegte ich, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte und stoppte dann diesen Gedankengang. Das ist wie mit dem Alter. Etwas Kaltes an meinem Handrücken riss mich aus meinen Überlegungen. Genug abgeschweift, denk an deinen Auftrag. Mit dem Glas in der Hand drehte ich mich der Menge zu und betrachtete, wie sie in Nebel und Lichtsplittern tanzten. Selten hatte ich etwas Schöneres gesehen. Alle wirkten so unglaublich mit sich selbst im Reinen, dass die Vorstellung, sie könnten auf Drogen sein, für einen flüchtigen Moment wieder in meinem Hinterkopf klopfte. Resolut verwarf ich den Gedanken erneut. Wieso sollte Chemie das Einzige sein, das Männchen zum Glück verhelfen konnte? Die beiden Fälle meiner kurzen Detektivinnenkarriere, in denen ich Drogenabhängige ausfindig machen sollte, hatten jedenfalls kein gutes Ende genommen. Nicht weiter verwunderlich, dass die Jagd nach unechtem Glück meist zu einer unstillbaren Sehnsucht und letztendlich dem Tod führte. Ich schüttelte den Kopf. Vermutlich waren diese Menschen so gelöst, weil sie genau wussten, dass alles hier eine Illusion war. Einen Abend lang konnten sie sich ohne Vorbehalte ausleben und vergessen, wer sie waren, welche Sorgen sie mit sich trugen. Eine Nacht, um neue Kraft zu tanken und gestärkt zurück in die Wirklichkeit zu gehen. Das klang traumhaft. Ein Kribbeln erfasste meinen Körper, das ich nicht in angenehm oder unangenehm einordnen konnte, weil ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden.
Erneut suchte ich die Tanzfläche ab und entdeckte zwei Augen, die mich regelrecht anstarrten. Ein kalter Schauder lief meinen Rücken hinab. Wie ein Schatten stand er am Rand, als einziger nicht tanzend, und sobald die Lichtstrahlen flüchtig über ihn fielen, schienen winzige Splitter an ihm zu glitzern. Abrupt setzte er sich in Bewegung und steuerte die Bar an. Mit jedem Schritt wurde das Kribbeln an meiner Wirbelsäule, in meiner Brust und meinem Bauch stärker. Eine Mischung aus Aufregung und Angst, die mich so fest im Griff hatte, dass es mir nicht möglich war, mich zu rühren oder den Blick zu lösen. Mit diesen cyanblauen Augen und den markanten Gesichtszügen hatte er sowohl eine ungeheure Anziehung auf mich, als auch etwas zutiefst Bedrohliches an sich. Der Nebel verschlang ihn für eine Sekunde, und als er wieder daraus hervortrat, stockte mir kurz der Atem. Eine so imposante Erscheinung hatte ich noch nie gesehen. Der Fluchtreflex in mir wurde übermächtig und ich leerte mein Getränk in einem Zug. Sein Blick fixierte mich, als wolle er mich festhalten, und ich musste all meine Kraft aufbringen, um diesen Kontakt zu lösen. Mit pochendem Herzen stellte ich das Glas ab und lief viel zu langsam für das Herzrasen in meiner Brust in die entgegengesetzte Richtung. Zielstrebig an ihm vorbei zur Tanzfläche, wo Menschen und Nebel mich schützend verbargen. Das Tanzen bereitete mir jedoch keine Freude, weshalb ich sofort, nachdem sich die Gänsehaut auf meinem Körper gelegt hatte, durch die weißen Schwaden zum Ausgang schlüpfte, zwischen all den Silhouetten hindurch, in der Hoffnung, dass keine davon seine war. Das Glück war auf meiner Seite, denn schon bald strömte die kühle Nachtluft in meine Lungen und beruhigte mein Gemüt. Mit schnellen Schritten überquerte ich den Vorhof und war froh, viel zu früh hergekommen zu sein, weil ich so einen der wenigen Parkplätze am Straßenrand ergattert hatte. Kaum hatte ich die Autotür verriegelt, fühlte ich mich wieder sicher und atmete durch. Den Rest des unangenehmen Gefühls, der noch an mir haftete, schüttelte ich mit einem Schaudern ab und streckte meinen Rücken durch, zurück nach Hause. Entschlossen startete ich den Motor und mir stockte der Atem. Etwas lag auf der Windschutzscheibe. Unschlüssig, was ich nun tun sollte, verharrte ich in meiner Position, bis ein Schatten in meinem Rückspiegel auftauchte. Hektisch drehte ich mich um und sah nur eine leere Straße. Lediglich vor dem Clubeingang standen vereinzelt Personen oder Grüppchen. Vermutlich ein Passant. Los jetzt, beseitige das und weg hier. Mit zittrigen Fingern öffnete ich die Autotür und verließ meinen sicheren Kokon. Die Neugier, was das war und wer es dort hingelegt hatte, wuchs, als ich meine Hand ausstreckte, den Gegenstand umfasste und ein stechender Schmerz mich durchzuckte. Verdammt! Sofort zog ich die Hand zurück und legte meine Lippen um die verletzte Stelle an meinem Finger. Mit der anderen Hand hob ich vorsichtig die Hose auf und flüchtete zurück in mein Auto. Ich ließ mich in den Sitz fallen, verriegelte erneut die Tür und schnaufte durch. Was hat das nun zu bedeuten? Wer soll mir eine Blume schenken? Und wieso? Das war ja sehr spannend. Also, hättest jetzt weiterlesen können, ich hätte jetzt weiter zugehört, aber ich verstehe, dass du jetzt aufhörst. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Magst du die mal so ein bisschen vorstellen? Sehr gerne. Von Anja Lee haben wir gerade die Perspektive gelesen, als sie das erste Mal auf Luan trifft. Anja Lee ist meine Hauptprotagonistin. Wir sind auch die meiste Zeit in ihrem Kopf. Also das Buch hat die meisten Perspektiven tatsächlich aus ihrer Sicht. Sie ist Detektivin, was so semi-gut läuft, und finanziert sich quasi ihren Traumberuf, indem sie nachts Toiletten putzen geht oder halt, also generell, indem sie einfach putzen geht. Also sie hat gesagt, okay, sie möchte ihren Traumberuf leben und finanziert sich das mit einem Nebenjob. Also mit einem Brotjob, wie man so schön auch bei Autoren sagt. Sie ist 29, hat schulterlange blonde Haare und grüne Augen und einen sehr starken Gerechtigkeitssinn, der sie mit Sicherheit auch ein bisschen bestärkt hat, halt Detektivin zu werden. Luan hingegen ist der Clubbesitzer des Nightfly. Das erfahren wir auch im nächsten Leseabschnitt. Und jetzt spoilere ich ein bisschen. Er war davor auch Fotograf oder ist auch immer noch Fotograf. Das kommt erst ein bisschen später im Buch. Ist jetzt kein so krasser Spoiler, deswegen darf ich es verraten. Er ist 34, hat eine beinahe Glatze und cyanblaue Augen. Das, von denen haben wir jetzt ja auch schon was gehört. Und generell ist er sehr geheimnisvoll, so ein bisschen ein Mensch der Gegensätze. Und Anja Lee würde ihn halt gerne ergründen. Wer auch noch im nächsten Leseabschnitt auftaucht, ist der heimliche Leserliebling, sage ich jetzt mal. Meine Lesenden haben alle gesagt, dass
was ein neuer Book Boyfriend wäre. Das ist Yaro, das ist ein Polizist, der sich dann auch um die Aufklärung des Falls von Edina Fate kümmert. Also Edina Fate ist die Nebenfigur, die jetzt erwähnt wurde, ist ein Mädchen, das vermisst wird. Und Yaro ist der Polizist, der den Fall bearbeitet. Der ist 32, hat braune Augen und auch braune Haare. Und er ist besonders loyal und verlässlich. Und er hat auch so ein bisschen so einen sechsten Sinn, also so ein Bauchgefühl, das häufig mal anschlägt. Und versucht, hinter die Maske von Menschen zu sehen. Das hört sich schon sehr interessant an. Aber bevor du weiterliest, musst du uns noch verraten, wo dein Buch spielt. Das ist tatsächlich eine etwas lustige Geschichte. Mein Buch hat nämlich lange Zeit im Nichts gespielt. Ich habe dann erst beim Überarbeiten gesagt, okay, gut, die meisten Lesenden mögen tatsächlich gerne Orte, mit denen sie halt Bilder im Kopf haben, also mit denen sie etwas anfangen können. Und dann habe ich lange überlegt und dachte mir, okay, wo verortest du diesen Roman jetzt? Ich war erst ganz lange in Deutschland, aber irgendwie hat es dann so Klick gemacht und deswegen spielt es jetzt in Miami. Und ich muss gestehen, ich habe da auch schon Urlaub gemacht und habe dann mein Urlaubsalbum rausgekramt, um selber nochmal so ein bisschen darin einzutauchen. Und weil mir das immer dann leichter fällt, etwas zu beschreiben, wenn ich es selbst schon gesehen und erlebt habe. Ah, das ist richtig interessant, dass dein Buch gar keinen Ort hatte am Anfang. Ja, das ist natürlich, weil das Buch halt eine gewisse Grundidee hatte und die Grundidee funktioniert an jedem Ort der Welt. Ah, okay. Ja, ich bin neugierig. Magst du weiterlesen? Ja, sehr gerne. Ich springe jetzt auch gar nicht so weit, weil mein Buch sich sehr schnell selbst spoilert. Deswegen haben wir jetzt einen kleinen Sprung zu Kapitel 4. Ich glaube, es wird auch ziemlich schnell auch in dem Kapitel klar, was davor passiert ist. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, die zwei Kapitel, dass die fehlen. Und wir befinden uns wieder im Nightfly. Kapitel 4, Nightfly. Der Vanilleduft drang mir bereits an der Garderobe in die Nase und nur wenige Schritte weiter empfing mich die undurchsichtigen Schwaden. Der bekannte Anblick des Nebels und der darin schwebenden Lichter hatte kein bisschen der hypnotisierenden Wirkung verloren. Augenblicklich fühlte ich mich berauscht und von meinem Alltag losgelöst. Heute führte mein erster Weg jedoch nicht zur Bar, sondern auf die Tanzfläche. Ich wollte den angestauten Frust loswerden, was am besten zwischen gesichtslosen Fremden funktionierte, die ich im Leben nie wieder treffen würde. Hier kannte mich niemand. Hier war ich einfach ich. Ein Mensch ohne Namen, Beruf oder Anforderungen. In diesem Moment interessierte es mich nicht, was andere über mich dachten oder wer seine Nase über meinen Tanzstil rümpfte. Und da verstand ich den Grund, aus dem die Menge vor einer Woche so ausgelassen und zufrieden gewirkt hatte. Denn genau dieses Gefühl ergriff mich nun auch, mitten auf der Tanzfläche, in all der vorherrschenden Anonymität, wo der Duft von Rauch, Alkohol und Schweiß der süßlichen Vanillenote die Penetranz nahm. Mit einem Lächeln auf den Lippen legte ich den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Die ersten Beats drangen in meine Ohren, pulsierten in mir und forderten mich auf, weiter los und mich völlig gehen zu lassen. Ich erlaubte der Musik, die Kontrolle über meinen Körper zu übernehmen und ließ mich treiben, als wäre ich der letzte Mensch auf Erden und dies hier mein letzter Akt. Den gesammelten Ballast der vergangenen Tage schüttelte ich mit jedem neuen Hüftschwung ab, all die Enttäuschungen und diesen fürchterlichen Schmerz. Je mehr ich davon verlor, desto deutlicher spürte ich einen kleinen Funken in mir. Alles wurde warm und ich glaubte von innen zu leuchten. Nach und nach kehrte meine Lebensfreude zu mir zurück. Beschwingt öffnete ich die Augen, um mir diesen Moment für später fest in einer Erinnerung zu speichern. Ein Augenblick des vollkommenen Glücks, ohne Vergangenheit, ohne Sorgen, ohne Zukunft. Mein Blick huschte über die Tanzenden und traf auf seinen. Ein kalter Schauer erfasste mich und ich fror mitten in der Bewegung ein. Kurzzeitig unfähig zu atmen, verlor ich das Gleichgewicht und stolperte. Seine Präsenz direkt neben mir spürte ich, noch bevor er seine Hände an meine Oberarme legte, um mich wieder in den Stand zu ziehen. Wie ist er so schnell zu mir gekommen? Die Stellen, an denen er mich berührt hatte, kribbelten, verglühten beinahe und mein Instinkt wachte auf und schrie mich an zu rennen. Weg. Weit, weit weg. Und zwar sofort. Stattdessen sah ich ihn an und verlor mich in seinen cyanblauen Augen. Das Schreien in meinem Kopf verstummte und ich vergaß alles, was mir gerade noch wichtig gewesen war. Wie in Trance folgte ich ihm an die Bar und betrachtete dabei seine Erscheinung. Die Haare trug er so kurz geschoren, dass man glauben konnte, er hätte eine Glatze.
Nur durch das Licht, das sich immer wieder in den Stoppeln verfing und sie glänzen ließ, waren sie überhaupt erkennbar. Etwas Kaltes an meiner Haut riss mich aus der Beobachtung. Habe ich ihn etwa die ganze Zeit über angestarrt? Neben meinen Händen stand ein Glas mit dunkler Flüssigkeit. Überrascht suchte ich seinen Blick und hob eine Augenbraue. Coke, die hast du das letzte Mal auch getrunken. Seine Stimme klang nicht so tief, wie ich aufgrund seines Äußeren erwartet hatte, während der Inhalt seiner Worte ein Hochgefühl durch meinen Körper jagte. Er wusste, was ich letzte Woche getrunken hatte und hatte es sich gemerkt. Vorsichtig nahm ich das Glas und führte es zum Mund, hielt dann jedoch inne. Ich hatte ihn nicht beobachtet. War es möglich, dass er mir etwas ins Getränk gekippt hatte? Ich muss dringend aufmerksamer mit meinem Drink sein. In seiner Mimik fand ich keine Anzeichen des dringenden Wartens, sodass ich mir einen winzigen Schluck erlaubte. Trinkst du denn nichts? Meine Stimme klang nicht so fest, wie ich es mir gewünscht hätte. Eher wie das jämmerliche Krächzen einer Jungkrähe. Nein, ich bin nicht durstig. Du hingegen sahst aus, als könntest du es gebrauchen. Er musterte mich von Kopf bis Fuß und es fühlte sich an, als würde nicht sein Blick, sondern seine Hand über meinen Körper wandern. Das Feuer, das mit jeder verstrichenen Minute weiter in mir aufflammte, versuchte ich abzukühlen, indem ich das kalte Glas fest gegen den Unterarm drückte. Doch vergeblich. Obwohl er in angemessenem Abstand zu mir stand, glaubte ich, seinen Arm an meinem zu spüren. Bilder, wie er mich festhielt und an sich zog, schwirrten in Endlosschleife durch meinen Kopf. Dieses Knistern, das ich bisher nur aus Büchern kannte und niemals für möglich gehalten hatte, spürte ich nun am eigenen Leib und wusste absolut nichts damit anzufangen. Die Nervosität in mir nahm zu und sammelte sich in einem Trippeln meiner Finger, das ich sofort unterdrückte, als ich es bemerkte. Wie heißt du eigentlich? Luan. Und du? Anja. Der vernünftige Teil in mir wollte ihm nicht meinen vollständigen Namen verraten. Als könnten mich zwei fehlende Buchstaben vor irgendetwas beschützen. Und als müssten sie das überhaupt tun. Er lächelte mich an und seine Finger strichen mir eine verirrte Haarsträhne in das Ohr. Diese kleine Geste der Fürsorge wärmte und überforderte mich gleichzeitig. Wieso tut er das? Für mich. So wunderschön wie eine Rose, hörte ich seine Stimme, obwohl seine Lippen sich nicht bewegten. Was ist hier los? Beginne ich schon zu halluzinieren? Völlige Sinnvernebelung? Frau Rose? Ich zuckte zusammen und drehte mich zu der Stimme in meinem Rücken. Die braunen Augen, die mich nachdenklich betrachteten, kamen mir irgendwie bekannt vor. Um sie der richtigen Person zuzuordnen, ging ich die verschiedenen Orte des alltäglichen Lebens durch. Doch es dauerte eine ganze Weile, bis es Klick machte. Ja, hallo? Natürlich musste dieser Polizist heute ebenfalls hier auftauchen und natürlich musste er meinen Nachnamen preisgeben, wo ich mich gerade für unglaublich klug und vorsichtig gehalten hatte, eben dies nicht zu tun. Verstohlen schielte ich über meine Schulter. Luan war verschwunden. Was tun Sie hier? Jaro Leukos begutachtete mich skeptisch, als versuchte er mir jede Lüge von der Nasenspitze abzulesen. Ich gehe tanzen. Sie fragen mich das oder Sie wissen das? Belustigt hob er eine Augenbraue. Ach verdammt, so etwas kann nur mir passieren. Wenn Sie es genau wissen wollen, selbst wenn Sie das eigentlich überhaupt nichts angeht, ich habe bei meiner Recherche jemanden getroffen, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Also wollte ich ihn wiedersehen. Sind Sie jetzt zufrieden, Officer? Das letzte Wort spuckte ich ihm förmlich entgegen. Hoffentlich würde mein Ärger reichen, um die Halbwahrheit in meiner Aussage zu überspielen. Tatsächlich hob er beschwichtigend die Hände. Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Und es geht mich wirklich nichts an, wo und mit wem Sie Ihre Freizeit verbringen. Frustriert sah ich mich um. Mein Plan war dahin. Zunichte gemacht von dieser irrwitzigen Begegnung, auf die ich getrost hätte verzichten können. Luan blieb verschwunden und da Smalltalk mit dem langen Arm des Gesetzes nicht gerade meiner Erwartung an diesen Abend entsprach, verabschiedete ich mich. Dann Ihnen noch viel Spaß. Bevor ich mit durchgedrücktem Rücken an ihm vorbeiziehen konnte, hielt er mich auf. Wollen Sie schon gehen? Verärgert schüttelte ich seine Hand ab. Ja, die Tour haben Sie mir schließlich gehörig vermasselt und auf weitere Observierungen Ihrerseits habe ich keine Lust. Jaro. Wow, scheinbar steckt eine kleine Wildkatze in dieser Frau. Jaro sah ihr nach, bis der Nebel nur noch ihre Konturen erahnen ließ. Er hatte nicht erwartet, sie heute hier zu treffen. Und gleichzeitig ergab es so viel Sinn. Wäre er in einer Pferderennbahn, würde er alles auf das Pferd mit dem Namen »Sie arbeitet weiter an dem Fall und erzählt nicht die komplette Wahrheit« setzen. Er schüttelte den Gedanken ab und sah sich nach der Servicekraft um. Mit einem Räuspern machte er auf sich aufmerksam und legte sein Smartphone so vor sich, dass das Profil von Lightful Elina und deren Foto gut sichtbar waren. »Ich suche meine Schwester. Das letzte Mal habe ich etwas von ihr gehört, als sie vor 2 Wochen hier war. Haben Sie sie zufällig gesehen?« Sein Gegenüber verschränkte die Arme vor der Brust und blickte sich betont unauffällig in alle Richtungen um. Jaro erwartete schon keine Antwort mehr,
Da hörte er ein gedämpftes Brummen. Sie hat sich mit dem da unterhalten, aber das haben sie nicht von mir. Die einzige weitere Reaktion bestand in einem kaum wahrnehmbaren Nicken Richtung Tanzfläche, das Jaro fast verpasst hätte, so schnell wie die Thekenkraft wieder verschwunden war. Jaro drehte sich um und scannte die Menge nach der Person ab, der das Kopfwippen gegolten hatte, was sich in dieser Menschenmasse als so gut wie unmöglich herausstellte, bis ein Schatten am Rand seine Aufmerksamkeit erregte. Im Vergleich zu allen anderen bewegte er sich nicht. Wie ein König, der seine Untertanen beobachtete. Seine Haltung war respekteinflößend. Jede Phase seines Körpers schien angespannt und auf der Hut zu sein. Jaro erfasste ein merkwürdiges Gefühl. Der Blick des Fremden fixierte ihn. Ein eiskalter Schauder kroch Jaros Rücken hinauf und mahnte ihn zur Vorsicht. Er unterbrach die Musterung und blickte sich weiter in der Menge um. Kann ich Ihnen helfen, Officer? Die Stimme neben ihm betonte das letzte Wort ebenso abfällig wie Anjali Rose vor wenigen Minuten. Jaro erschrak und verlor sich gleichzeitig in einem Déjà-vu. Er atmete gegen den Druck in seiner Brust an und wandte sich möglichst lässig zu der Person um, die eben noch am anderen Ende des Raums gestanden hatte. Das kommt darauf an, mit wem ich spreche. Luan Frost, mir gehört dieser Club. Den letzten Satz hatte er so laut ausgesprochen, dass seine Angestellten es ebenfalls vernommen haben mussten. Jaros Gespür meldete sich zu Wort. Dieser Typ spielte die Rolle des skrupellosen Geschäftsmannes erschreckend perfekt. Alle Menschen in seinem Umfeld schien er durch Angst entweder auf Abstand oder als treues Gefolge zu halten. Wie gut, dass Jaro sich in keins von beiden einzureihen gedachte. Ich suche diese Person. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist ihr Nachtclub. Er zeigte dem Fürsten des Nebels, wie er ihn heimlich getauft hatte, das Smartphone mit einem Bild von Elina Fate. Ja, ich glaube, sie war da. Vor 2 Wochen. Mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. Wir sind zwar ein kleiner Club, aber sie glauben nicht, wie viele Menschen hier am Wochenende ein- und ausgehen. Ich meine, mich kurz mit ihr über Social Media und die Bedeutung der Werbung, gerade für die weniger großen Etablissements wie diesem hier, unterhalten zu haben. Es könnte natürlich ebenso gut ein Mädchen gewesen sein, das ihr nur ähnlich sieht. Was für eine perfekte Ausrede, war das erste, das Jahre durch den Kopf schoss. Haben Sie zufällig Überwachungskameras? Hier drinnen nicht. Wir wollen, dass die Menschen loslassen und sorgenfrei Spaß haben können. Außerdem macht der Nebel die Aufnahme zeitweilig sowieso unmöglich. Zur Bestätigung warf er einen Blick zur Decke, wo sich in unregelmäßigen Abständen dichte Nebelwolken sammelten. Allerdings haben wir draußen eine Kamera, die auf den Eingang gerichtet ist, hauptsächlich um Einbrecher abzuschrecken. Der Speicher überschreibt sich nach einem gewissen Zeitraum selbst. Ich mag Technik, die sich von alleine wartet. Wollen Sie mitkommen und sich das Material ansehen? Ich garantiere allerdings für nichts. Erst als Jaro den Club verlassen hat und mehrere Blöcke weit gelaufen war, blieb er stehen und erlaubte dem Schrei, der sich seit der Begegnung mit Luan Frost in seiner Brust gesammelt hatte, aus seiner Kehle zu dringen. Der gequälte Laut voller Verachtung, Ärger und Frust hallte von den Wänden der umstehenden Häuser wider und zog wie in einem Flipperautomaten davon, bis er nur noch eine leise Erinnerung war. In einem Fenster zu seiner Rechten ging Licht an. Jaro senkte den Kopf und schlenderte die Straße entlang, als wäre er nur ein beliebiger Passant auf dem Heimweg. Natürlich hat die Überwachungskamera nichts gezeigt. Und Luan Frost hatte das genau gewusst. Dieser, Jaro unterdrückte das Fluchen. Die Aufnahmen spielten ihm viel zu gut in die Karten, um nicht beabsichtigt gewesen zu sein. Elina Fate stampfte daraus auf dem Nightfly und lief davon, allein, mit einem düsteren, angefressenen Gesichtsausdruck, der die beste Ausgangssituation für alle möglichen Szenarien bot. Kapitel 5. Anjali. Dieser Polizist. Mit meinem Putzwagen lief ich durch die leeren Gänge und verfluchte Jaro Leukos, alles kaputt gemacht hatte. Gerade war ich Luan Frost näher gekommen, um das Mysterium, das er für mich war, zu lösen, da tauchte er auf. Und was hatte ich nun davon? Nichts. Ich hatte weder etwas über Luan herausfinden können, noch über die Rose, die mahnend auf meinem Schreibtisch stand und allmählich den Kopf hängen ließ. Die flackerten Leuchtröhren tauchten den Flur vor und hinter mir in ein gespenstisches Licht. Ein Frösteln durchfuhr mich und ich warf zum wiederholten Mal einen Blick über die Schulter. Das Gefühl, nicht allein zu sein, verfolgte mich, seit ich das leere Gebäude betreten hatte. Leeres Gebäude, Anjali, mit Betonung auf leer. Hier ist niemand außer dir und war es noch nie. Ich musste meiner inneren Stimme recht geben. Seit Monaten putzte ich spät abends die Toiletten auf jedem Stockwerk. Und davon gab es einige Toiletten und Stockwerke. Und noch nie war ich dabei jemandem begegnet. Ich seufzte. Diese Unruhe sah mir nicht ähnlich und ich sollte mich endlich zusammenreißen und meine Arbeit erledigen. Andernfalls würde es eine sehr lange Nacht werden. Wie automatisch blickte ich zum großen Fenster am Ende des Flurs. Da ich meist im obersten Stock anfing, konnte ich von dort die Stadt zu meinen Füßen liegen sehen. Der Anblick zog mich jedes Mal an. Fasziniert trat ich näher. Die unzähligen Lichter gaben mir etwas Magisches und Wunderschönes. Ich liebte dieses Glänzen, das nur in der Nacht auf ihr lag.
Zwei leuchtend cyanblaue Augen stahlen sich mein Bewusstsein und legten sich über das idyllische Panorama. Mein Körper begann zu kribbeln und meine Hände gleichzeitig zu zittern. So etwas ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Wieso reagiere ich so stark auf ihn? Ich umfasste den Wagen fester und machte kehrt, steuerte die Tür mit einem D darauf an. Im Augenwinkel nahm ich einen Schatten wahr, der am Fenster vorbeilief und blieb stehen. Langsam drehte ich erst meinen Kopf und dann ruckartig meinen Körper. Doch der Anblick hatte sich nicht verändert. Die Stadt lag ebenso seelenruhig da wie vor wenigen Minuten. Was hatte ich auch erwartet? Dass mir jemand hier drin auflaute, um dann was? Die Putzfrau auszurauben? Ich hatte in letzter Zeit wohl zu viele Thriller geschaut. Dieselbe Unruhe begleitete mich auch die nächsten Tage. Immer wieder glaubte ich, jemanden hinter mir zu spüren, als würde die Angst selbst mit ihren Fingern nach mir greifen und mich sachte streicheln. Jedes Mal, wenn es zu unangenehm wurde, kreiste ich mit den Schultern, so wie jetzt. Vorsichtig balancierte ich dabei den Thermobecher voll Kaffee, während ich mein Büro aufschloss. Kaum hatte ich den eher spartanisch eingerichteten Raum betreten, fühlte ich mich sicher und ließ mich hinter meinem großen, antiken Schreibtisch nieder. Durch eine glückliche Fügung hatte ich ihn direkt zu Beginn relativ günstig bei einer Versteigerung erstehen können. Er sah so unglaublich professionell aus. Im Gegensatz zu meiner Selfmade-Pinnwand aus Kork, die mich an diese alten Detektivschinken erinnerte, die ich als Kind so gern verschlungen hatte und an der noch immer die bunten Post-its klebten. Seufzend startete ich meinen Laptop und hoffte inständig, dass ich mir bald etwas Besseres leisten konnte. Immerhin reichte das Geld für Kaffee. Zufrieden führte ich den Becher zum Mund. Der charakteristische Geruch stieg mir in die Nase und besänftigte mein inneres Chaos. Solange es Kaffee gab, war die Welt in Ordnung. Die Tür flog auf und ich zuckte so stark zusammen, dass ich den vollen Becher fast fallen ließ. Glücklicherweise fanden meine Hände schnell wieder festen Halt, sodass nur wenige heiße Tropfen in meinem Dekolleté landeten, was mir ein Zischen entlockte. Shit! Vor mich hinfluchend tupfte ich mit einem Ärmel die Flüssigkeit weg. Ein Hoch auf schwarze Pullover. Dann hob ich den Blick, um zu sehen, was oder eher wer mich so erschreckt hatte. Die Enttäuschung, die ich empfand, überraschte mich. Ich kam mich bloß auf den Gedanken, dass er mich gefunden hatte. Oder überhaupt suchte. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Mein Impuls, die Augen zu rollen, unterdrückte ich zum Glück erfolgreich. Die stets höfliche Art dieses Polizisten ging mir ebenso auf die Nerven wie die Tatsache, dass er plötzlich überall auftauchte, wo ich war. Da ich ihn nur stumm ansah, drehte er sich um und begutachtete meine Pinnwand. Sie hatten recht, Sie haben wirklich nichts herausgefunden, was wir nicht schon wissen. Und Sie sind extra an einem Mittwochmorgen vorbeigekommen, um mich erst zu verbrennen und dann zu beleidigen? Dieser Kerl regte mich auf. Womit habe ich das verdient? Im Nachhinein verfluchte ich mich für die Nachricht, die ich an Elina geschickt hatte. Immerhin war mir klar gewesen, dass ich darauf keine Antwort erhalten würde. Und was hatte ich nun davon? Die Gewissheit, dass mich mein Gefühl von Anfang an nicht betrogen hatte und diese Nervensäge in meinem Büro. Mit hochgezogener Augenbraue wandte er sich mir zu. Verbrennen? Die Erkenntnis spiegelte sich nur einen Moment später auf seiner Miene. Ach so, Sie meinen, weil Sie sich Kaffee in den Ausschnitt geschüttet haben. Sein bedrücktes Gesicht wich einem idiotischen Grinsen. Das tut mir natürlich sehr leid, dass Sie so ungeschickt sind. Ein paar Mal atmete ich tief durch, um nicht zu explodieren. Mit einem falschen Lächeln auf den Lippen gab ich mir alle Mühe, die Professionalität zu wahren. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Er zog den Stuhl mir gegenüber zurück und nahm darauf Platz. Dann sah er mich entschuldigend an. Unsicherheit flackerte in seinen Augen auf, bevor er wieder seine gewohnt distanzierte Haltung einnahm. Lassen Sie mich bitte erst ausreden und unterbrechen Sie mich nicht, okay? Nickend gab ich ihm zu verstehen, fortzufahren. Ich glaube, dass Sie am Freitag genauso wenig zum Tanzen in diesen Club gegangen sind wie ich. Und ich glaube, dass Sie das Schicksal der Kleinen genauso wenig kalt lässt wie mich. Er machte eine kurze Pause, in der sein Blick auf der Rose haftete. Wissen Sie was? Vergessen Sie meine Bitte. Und sagen Sie mir einfach sofort, wenn ich mich irre, dann kann ich mir eine Menge Spucke sparen. Er rieb sich über den Nacken und sah mich so eindringlich an, als suchte er nach der Bestätigung, dass er nicht falsch lag. Ich dürfte Ihnen das alles gar nicht sagen, aber, ach verdammt. Er stand auf und tigerte vor meinem Schreibtisch auf und ab. Völlig gebannt verfolgte ich das Schauspiel. Hoffentlich stand mir der Mund dabei nicht offen oder ging wie beim Fisch stetig auf und zu. Ich wusste immer noch nicht, worauf er eigentlich hinaus wollte. Ich habe mit ihm geredet, diesem Clubbesitzer, Luan Frost. Bei der Erwähnung seines Namens entzündete sich ein wahres Feuerwerk in meinem Körper. Mir wurde schrecklich heiß, weshalb ich mir als dankbar war, dass wir gerade keinen Augenkontakt hielten. Vermutlich wäre ich so leicht zu lesen wie ein offenes Buch. Um meine Reaktion zu verbergen, zwickte ich mir unter dem Tisch in die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger. Der Schmerz verankerte mich im Hier und Jetzt und ich zwang all meine Aufmerksamkeit und Konzentration zurück zu dem Monolog, den der Polizist in meinem Büro hielt. Polizist Anjali, reiß dich verdammt nochmal zusammen. Wie sie den Club verließ, irgendetwas stimmt da nicht. Ich blickte zur Decke und tat so, als müsste ich das eben Gesagte für mich sortieren.
Stattdessen versuchte ich vergeblich, die Lücken zu füllen, die durch meine Träumerei entstanden waren. Und wieso erzählen Sie mir das? Er drehte sich zu mir um und stützte seine Hände auf die Schreibtischplatte. Ich möchte, dass Sie verdeckt gegen ihn ermitteln, platzte es unvermittelt aus ihm heraus. Jetzt stand mir definitiv der Mund offen. Sie wollen was? Da kannst du doch nicht einfach aufhören. Das ist so spannend. Soll ja auch spannend bleiben. Ja, dann muss ich wohl selber weiterlesen. Aber ist ja gar kein Problem. Hat mir wirklich sehr gefallen. Also sehr, sehr spannend. Das freut mich wirklich sehr. Magst du so ein bisschen was über die Entstehung von deinem Buch erzählen? Ja, gerne. Wie ich vorhin schon sagte, das Buch basiert auf einer Grundidee. Diese Grundidee ist so ein bisschen dieses, wie kommt man in toxische Beziehungen? Wie schnell erkennt man die selbst als Mensch, der da reinrutscht? Spoiler, nein, erkennt man nicht so schnell. Und so ein bisschen auch dieses, dass man nicht, ich habe so manchmal das Gefühl, dass so da auch so gerne die Klischees hängen, so, oder die Klischees halt so dieses naive Mädchen, das dann in so eine toxische Beziehung rutscht. Ja, das muss aber nicht immer was mit Naivität zu tun haben. Wobei Naivität, gut, wenn man jetzt sagt, okay, das Mitgefühl, was Anjali für ihre Mitmenschen hat, ist auch ein gewisser Grad der Naivität dann vielleicht. Ich meinte nur, da gibt es so viele Nuancen und das wollte ich halt irgendwie gerne versuchen, in dem Roman irgendwie darzustellen. Es ist auch definitiv so, dass das nicht nur eine einseitig toxische Beziehung ist. Also wer den Roman komplett fertig liest, der wird da drin auch finden, dass auch Anjali ihre Toxizität in der Hinsicht hat, dass sie ihre Grenzen nicht wahrt, was ja sehr wichtig wäre. Und sie sich da halt so ein bisschen diese, wie nennt man das, positive Toxizität quasi hat, dass halt alles immer gut ist und dass alles gut werden wird. Und das ist ja auch ein bisschen am Leben vorbei, weil das Schlechte auch existieren darf. Ja, und also das war irgendwie so die Grundidee, das Ende, über das ich natürlich nichts sagen darf, das nach dem Ende kommt, also es kommt ein Ende und dann kommt ein Epilog. Und dieser Epilog stand tatsächlich mit als allererstes. Und dann, ich bin so semi-Blotter, so ein bisschen mehr der drauf Losschreiber. Und dann habe ich geschrieben, und das Lustige ist auch, Jaro hat am Anfang gar nicht existiert. Also am Anfang waren es wirklich nur Anjali und Luan. Und auf einmal war Jaro da. Und jetzt lieben ihn alle. Es ist manchmal sehr spannend, was so beim Schreiben dann passiert. Und es hat das Buch aber auch tatsächlich rund gemacht. Und viele Sachen sind auch erst in der Verarbeitung rund geworden. Also ich habe ja gesagt zum Beispiel, dass ich es erst beim Überarbeiten dann verortet habe. Und auch, ich habe viel Testlesenden, Feedback. Da habe ich auch noch einiges eingebaut. Und auch dann beim Chorlektorat, da kam dann auch noch mal einiges hoch. Und wo ich auch echt oft gesagt habe, okay, ich lösche es einfach, ich schmeiße es weg, ich werde es nie veröffentlichen, es ist viel zu schlecht. Und weil man ja gerne diese Kritik so als vernichtende Bombe aufnimmt, dabei habe ich dann ein bisschen drüber geschlafen und habe die Kritik mal setzen und wirken lassen. Und dann sind mir da echt noch tolle Sachen eingefallen, die vorher halt nicht da waren und die ich jetzt einfach hart feiere, weil ich es jetzt einfach liebe, wie es ist. Ach, schön, dass du nicht aufgegeben hast, aber das ist dieses Typische, ne? Bei einigen Autoren die Verzweiflung, aber das gehört ja alles dazu. Ja, ich hatte ja auch eine große Verzweiflung, denn der Buchsatz war ja auch so eine Sache, ich bin da ein bisschen zu perfektionistisch dazu, was nicht unbedingt als Autorin nicht sehr weiterführend ist. Und dann war ich auch noch kurz vor dem Release krank und hat es mich richtig hart flachgelegt und dann habe ich irgendwie versucht, diesen Release noch zu halten, was ich dann tatsächlich auch geschafft habe. Und dann irgendwie hatte ich kurz vor Release, als das Taschenbuch schon stand, dann noch Fehler gemeldet gekriegt. Also ich bin immer sehr dankbar, wenn mir jemand Fehler meldet, weil dann kann ich sie halt ausbessern. Nur dann wusste ich, ja shit, bei der ersten Auflage sind die Fehler drin und ich habe, glaube ich, 2 Nächte nicht geschlafen, weil mein Taschenbuch Fehler hat. Was total utopisch ist, weil es normal ist. Es ist völlig normal. Es ist nur mein falscher Anspruch. Und ich dachte mir jetzt noch, demnächst kam mir dann der Gedanke, den ich eigentlich sehr tröstend finde. Ja, diese erste Auflage hat Fehler, ja. Ich werde jetzt die ich gefunden habe, dann ausbessern. Die gibt es dann in der zweiten nicht mehr. Und vielleicht werden die Leute irgendwann diese Erstausgabe mit diesen Fehlern unbedingt haben wollen, weil halt das die Erstausgabe ist. Vielleicht tröstet es noch ein paar andere auch. Ja, das denke ich auch. Und ich meine, wenn man noch kleine Fehler als Leser findet,
zeigt es den Autoren ja, okay, die haben es wirklich gründlich gelesen und nicht überflogen. Na, so kann man das ja auch sehen. Das ist auch ein schöner Gedanke, ja. Ja. Ich hatte das auch. Ich hatte mein Leerzeichen zu viel. Es ist aufgefallen, aber ich fand es nicht schlimm. Ich fand es sogar schön, dass es aufgefallen ist. Da hat sich jemand Mühe gegeben beim Lesen. Und so soll das ja auch sein. Ja, ich war, wie gesagt, auch. Ich bin über jeden Rückmeldung dankbar über Fehler. Also ich nehme die immer sehr gerne an. Es ist nur dann immer meins, wo ich mir denke so, arg, hast du übersehen. Wo schreibst du denn? Hast du einen Ort? Gibt es eine bestimmte Tageszeit? Hast du Rituale? Also ich habe tatsächlich ein Kreativzimmer, in dem ich auch sitze gerade, das so vollgestopft ist, dass es ein Wunder ist, dass ich an meinen Schreibtisch komme. Und es ist sehr lustig, weil ich immer denke, okay, es ist jetzt voll und dann passt aber immer noch mehr rein in diesen Raum. Ich bin mal tatsächlich gespannt, wann es die Fülle hat. Und da schreibe ich am liebsten. Ich schreibe aber auch tatsächlich in Cafés oder ich nehme meinen Laptop auch mit. Ich schreibe auch mal im Zug, falls ich dann mal im Zug sitze. Also wenn ich dann tatsächlich Muse habe, dann schreibe ich gefühlt überall, manchmal auch auf dem Handy in die Notiz-App was rein. Und ja, das muss halt einfach immer passen. Also bei mir muss tatsächlich so eine Muse da sein und so ein Flow. Jetzt so direkt nach der Veröffentlichung von dem Buch hatte ich dann eine Phase, da habe ich nur Marketing betrieben, da war halt auch Schreiben überhaupt nicht da, weil ich da noch so in diesem alten Buch gesteckt habe, dass ich überhaupt kein neues hätte anfangen können. Also da war ich noch so emotional in dem anderen Buch und da habe ich dann gar nicht geschrieben. Ja. Hast du auch Rituale? Rituale habe ich eigentlich keine. Keine? Also ganz einfach. Laptop hochfahren, tippen. Einfach drauf losschreiben, das ist auch super. Warum bist du Autorin geworden? Oder wann war der Zeitpunkt, wo du wusstest, okay, ich fange jetzt an zu schreiben und ich möchte auch veröffentlichen? Also das ist tatsächlich auch eine spannende Sache. Ich habe seit meiner Kindheit geschrieben und ich hatte auch so mit Anfang 20 mal so ein Buch fertig. Eine Mischung aus Gedichten und Prosatexten, was ich bei Verlagen eingereicht habe. Da kam dann teilweise gar keine Rückmeldung, teilweise kam sehr niederschmetternde Rückmeldung für eine Anfang 20-Jährige. Dieses Buch habe ich dann genommen und in die Schublade und nie wieder rausgeholt. Und dann auch lange Zeit das Schreiben auch gelassen. Also es war irgendwie so wie so ein Dämpfer, wo ich mir dachte, okay, lass den Traum ziehen. Es ist gerade nicht die Zeit dafür. Und dann war es ganz witzig, dann habe ich auf Facebook eine Werbung gesehen vom Umsetzungskongress vom Bookerfly Club. Und dann dachte ich mir, ja, das kannst du dir ja mal anhören, was die da erzählen, so zum Schreiben und Autorin sein. Also da hast du dieses verschüttete Ich von mir dann so, ja, komm, hörst du doch mal an. Anhören kostet ja nichts, schadet ja nichts. Und dann hat mich das so angefixt wieder, also so richtig so, okay, ich möchte es irgendwie wieder mehr leben. Ich möchte es in meinem Leben wieder haben, ich vermisse es schon. Und dann bin ich auf Instagram gekommen, damals noch mit einem anderen Account und habe dann auf Instagram mich erstmal zurechtfinden müssen, das ist dann auch nochmal eine andere Welt. Also da habe ich mich dann doch schon sehr alt gefühlt mit Anfang 30, weil ich Instagram nicht verstanden habe. Ja, mittlerweile habe ich jetzt ja meinen neuen Account mit dem neuen Pseudonym und jetzt ist irgendwie, es war schön, es auf zwei Anläufen zu machen. Also ich fand es schön, dass ich in zwei Anläufen erst Autorin geworden bin, weil ich hatte ja erst alte Pseudonyme, die ich jetzt mal salopp getötet habe. Die werde ich auch nicht mehr weiterführen und ich liebe mein neues jetzt. Es war irgendwie wie so ein Probelauf und jetzt ziehe ich es durch. Das ist schön, dass du nicht aufgegeben hast. Ja, ich muss gestehen, es hat mich tatsächlich voll angefickt. Also es war so, ich war dann voll drin. Ja. Ich habe mich so wohl gefühlt und habe gedacht, nee, ich kann das nicht mehr hergeben. Das ist so ein Herzensding. Und von diesem alten Buch, von diesem alten Gedichtband, sind tatsächlich auch Gedichte in meine jetzt veröffentlichten Gedichtbände gewandert. Also da sind Gedichte aus meiner Kindheit drin quasi. Oh, super. Also damit musst du auch nochmal wiederkommen. Mit meinen Gedichtbänden? Ja, natürlich. Ja, muss man mal gucken. Gedichte vorlesen ist bei mir immer hochemotional. Also da muss ich mal in mich gehen. Das ist nochmal eine andere, für mich sind Gedichte nochmal eine andere Ebene als ein Prosatext. Also bei Gedichten schreibe ich sehr aus der Seele.
Und ja, da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Also nicht, weil ich das Format nicht mag, sondern das finde ich echt toll, aber weil ich Angst habe, dir hier eins voll zu heulen, dann ja. Dann weinen wir einfach zusammen. Ist auch ein Plan. Ja? Okay, super. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Also bei Social Media habe ich tatsächlich meinen Hauptaccount jetzt auf Instagram, jana.zwelusch. Und ich bespiele Facebook zwar auch, also das Jana Zwelusch Autorin ist das in Facebook. Ich bin nur da seltener online als jetzt auf Instagram. Also so direkt erreichbar bin ich tatsächlich eher bei Instagram. Und ich habe auch eine Webseite aufgebaut, janaswelusch.de, ohne irgendwas, ohne Bindestrich, ohne Punkt, einfach janaswelusch-einwort.de. Da, die versuche ich auch nochmal schön up to date zu halten, dass quasi die neuesten Bücher immer drauf sind, die Links zu den Büchern. Von dem Buch, aus dem ich jetzt vorgelesen habe, ist ein Buchtrailer verlinkt. Den findet man sowohl auf Instagram als auch bei YouTube. Ja, genau. Wo können wir dein Buch kaufen? In der Buchhandlung um die Ecke vielleicht? Ja, natürlich. Also mein Buch ist, das Taschenbuch ist überall bestellbar. Die Buchhandlungen freuen sich bestimmt. Ich freue mich auch, wenn es über kleine Buchhandlungen oder auch große Buchhandlungen, auf jeden Fall, wenn es über Buchhandlungen gezogen wird, freue ich mich natürlich immer. Das E-Book ist tatsächlich aktuell Amazon only, weil ich Kindle Unlimited nutzen wollte. Und da kann es aber tatsächlich sein, dass es dann später irgendwann mal auch noch woanders ist. Dazu müsste ich mich nur ein bisschen mehr noch in die Thematik einlesen, wie man das umzieht oder so. Jetzt am Anfang ist es Kindle Unlimited und Amazon only. Kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Das finde ich eine sehr schöne Frage. Ich wünsche mir tatsächlich Austausch. Ich mag das sehr gerne. So ein bisschen mitkriegen, was die Lesenden bewegt hat. Also gerne auch in der Rezension, auch gerne einfach die Gedanken da lassen oder mich anschreiben, weil ich hoffe so ein bisschen, dass mein Buch nachhallen kann. Also dass so die Themen, die ich zwischen die Sätze gepackt habe, dass die da bleiben und vielleicht tatsächlich so ein bisschen zum Umdenken, zum Nachdenken anregen. Und wie gesagt, ich denke da auch gerne mit, sage ich jetzt mal salopp. Also wir können gerne auch zusammen nachdenken. Ich finde es nämlich immer total spannend, mich auszutauschen, weil auch alle das ein bisschen anders lesen und sowas finde ich immer mega spannend. Man liest sich ja dann doch meistens ein bisschen selbst auch rein. Man packt von sich als Autorin immer ein bisschen was rein. Und ich finde es total spannend, wie so ein Buch durch verschiedene Köpfe immer ein bisschen was anderes wird. Ja, ich gebe dir recht. Wir tauschen uns ja auch immer gerne aus, beide, ne? Ja. Das mache ich auch total gerne. Ja, und das machen wir dann auch bald wieder. Und ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich sehr spannend, auch ein sehr spannendes Ende. Es war ganz schön gemein, aber zu Recht. Ich kann dich da total verstehen. Also das Buch muss man einfach lesen. Ja, ich hoffe es doch, dass man das lesen muss. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Buch gelesen wird. Ja, da steckt sehr viel Herzblut drin. Das merkt man. Du bist wieder herzlich eingeladen. Komm gerne wieder. Ich würde mich sehr freuen. Und nochmal vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut und das mit dem Wiederkommen behalten wir auf jeden Fall im Auge. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.